Vielen Dank, Siddharth. Vielen Dank, Siddharth. Freundschaft bedeutet kein Sorry und kein Dankeschön. Einige Leute nennen das Flirten, weißt du? Wer, ich? Warum sollte ich nicht flirten? Weißt du überhaupt, wie bezaubernd du gerade aussiehst? Ich bin Single und drück auf deine Klingel. Und du bist heiß. Ich bin nicht länger verheiratet, also kann ich flirten, mit wem ich will. So ist es. Vielen Dank, Mr. Kurana, dass Sie sich die Mühe gemacht haben, mich am Flughafen abzuholen. Aber gerne doch. Das war kein Problem für mich. Alles ist auseinandergefallen und ich konnte nichts dagegen machen. Ich weiß nicht, ob ich mich freuen sollte, dass Durga ihr Haus wieder zurückbekommen hat. Oder ob ich traurig sein sollte, aufgrund der Scheidung. Nur weil sie sich geschieden haben, bedeutet das nicht, dass sie sich nicht mehr lieben. Das ist richtig. Was ich denke ist, dass Roshni sich nicht allzu lange von Sid fernhalten kann. Und Sid fühlt sich genauso hingezogen zu Roshni. Ob das Sid hinbekommt, weiß ich nicht. Aber bei Roshni bin ich mir ganz sicher, dass sie das schafft. Sie wird es schon richten. Die beiden werden bald zusammen sein. Würden Sie mir darauf ein High Five geben?
Durga? Mom, bitte, hör mir doch zu. Ich werde mir jetzt nichts anhören müssen. Hast du nicht schon genug durchgemacht wegen dieses Mannes? Willst du mir jetzt erzählen, dass du schon vergessen hast, was dieser Mann dir und deiner ganzen Familie angetan hat? Wie konntest du ihn in unser Haus einladen? Mom, das ist nicht der Fall. Die Situation egal, welche Situation. Sei ruhig. Ist mir egal, welche Situation das war. Du hättest ihn nicht hierher bringen sollen. Du hättest an Roshni denken können, bevor du sie in diese Lage bringst. Wir haben das so lange vor ihr geheim halten können. Was sollen wir jetzt nur tun, hä? Jetzt ist... Habt ihr mir verschwiegen? Ihr redet doch gerade über diesen Mann, nicht wahr? Mama, ich wusste von Anfang an, dass hier irgendwas nicht stimmt. Also, bitte sag mir, was los ist. Wer ist dieser Mann? Ihr beide wisst über ihn Bescheid, nicht wahr? Mom, ich muss es wissen. Roshni, du hast nur einen Teil unserer Unterhaltung gehört und du interpretierst das falsch. Es ging um was anderes. Dieser Mann steht in keiner Beziehung zu uns. Wir wissen überhaupt gar nichts über ihn. Mom? Roshni, ruhig. Was? Roshni, bitte hör mir zu. Lass es einfach sein. Gerade rede ich mit meiner Mom. Du solltest uns nicht stören. Keine Entschuldigung mehr, Mom. Ich möchte die Wahrheit wissen. Die Wahrheit. Du bist seine Tochter. Shiv Patel. Er ist dein Vater. Wie ist das nur möglich? Habt ihr mir nicht immer erzählt, dass mein Vater gestorben ist, als ich noch sehr jung war? Sie hat gelogen. Sie hat gelogen. Mein Papa ist am Leben. Wo war er nur? Du hast mich angelogen. Warum nur? Gib deiner Mutter doch eine Chance, es zu erklären. Für sie ist das ganz genauso schwer Versuch wie für nicht, dich. Versuch mich zu beruhigen, Sitat. Du hast ja eine Mutter. Du hast einen Dad. Waren sie je nicht für dich da? Dann verstehst du das Ganze auch nicht. Mich hat man 23 Jahre lang angelogen, Sidat. Und heute erfahre ich dann, dass mein Vater am Leben ist. Weißt du, was das für mich bedeutet, Sidat? Huh? Nein, du verstehst davon ja nicht gar nichts. Mom,
Warum hast du das getan? Warum hast du das getan? Was ist zwischen euch beiden schiefgelaufen, Mom? Ich muss es wissen. Sag's ihr, Mom. Ich hatte keine Wahl. Ich musste es machen, damit du glücklich werden kannst. Ich hatte keine Wahl. Über wessen Glück sprichst du denn gerade? Sehe ich etwa glücklich aus? Mama, stimmt nicht mit dir. Du hast mich angelogen. Diese Frau hat sich kein bisschen verändert. Es ist immer dasselbe. Sie lügt mich immer an. Sie hat immer eine Ausrede. Du bist so egoistisch. Dir ist das Wohl anderer völlig egal. Du willst es nicht sagen? Na gut. Erzähl mir nichts. Behalte die Wahrheit für dich. Ich werde Papa fragen, nein, was Roschny, wirklich hör zu, passiert hör zu. Ist. Roschny, du kannst jetzt nicht zu ihm gehen. Deinem Vater geht es gerade nicht gut. Er hat einen Gedächtnisverlust und wird dir nichts erzählen können. Und was ist mit all den Gästen? Zum Teufel mit den Gästen! Hier geht es darum, dass man eine Tochter für 23 Jahre von ihrem Vater ferngehalten hat. Es geht hier um meine Familienangelegenheiten, Sidan. Bitte misch dich da nicht ein. Bist du vielleicht auch ein Teil von dieser Scharade? Du wusstest über alles Bescheid, nicht wahr? Nein. Nein, ich wusste von gar nichts. Wie hätte ich etwas darüber wissen sollen? Ich bin auch geschockt, so wie du. Ich weiß nicht, ob ich hier überhaupt noch jemandem vertrauen kann. Roschny! Was ist los? Ladies and Gentlemen, es tut mir sehr leid. Die Party ist vorbei. Durga Devi fühlt sich nicht so gut. Es tut mir wirklich leid, aber Sie müssen jetzt gehen. Bitte. Warum ist Ihre Mutter auf einmal gegangen? Es ist schon okay, wenn sie nicht auf Retro-Songs steht. Wir können auch zu etwas Neuerem tanzen. Was hat sie? Was? Was? Was ist denn los? Hä? Warum bist du denn so traurig? Hat dich etwa jemand beleidigt? Hä? Oder hattest du mit jemandem Streit? Hat deine Mama irgendwas zu dir gesagt? Du bist so ein reizendes Mädchen. Niemand könnte sauer auf dich sein. Hm? Ist das alles hier etwa meinetwegen? Wenn ich jemanden verletzt haben sollte, dann bin ich bereit, mich dafür zu entschuldigen. Es tut mir leid. Roschny, Liebes,
Ich bin nur ein Fremder. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wer ich war. Ansonsten wäre ich längst gegangen. Versprich mir, dass du nirgendwo hingehst. Du hast nichts Falsches getan. Na gut, warum weinst du denn dann? Du wirst dir noch dein ganzes hübsches Make-up ruinieren, weißt du? Hey, Siddharth, bitte beruhige sie. Kesa, hör mal. Bring Schiff aufs Zimmer. Bitte wein doch nicht. Alles wird wieder gut. Alles wird gut. Sei nicht traurig. Bruder. Aber was wird denn aus ihr werden? Hey, geht es dir gut? Sie kümmert euch bitte um sie, ja? Roshni, was soll das? Roshni, würdest du damit aufhören? Roshni, würdest du bitte damit aufhören? Warum soll ich aufhören, Mom? Warum soll ich aufhören? Was denkst du nur, wer du bist? Es gibt ja noch so viele unbeantwortete Fragen. Du kannst die bestimmt nicht beantworten, also lass es gleich. Ach, und übrigens, willst du diesmal die Wahrheit sagen? Oder denkst du dir wieder eine Lüge aus? Weißt du was, Mom? Vergiss es einfach. Ich werde es dir diesmal wirklich leicht machen. Ich werde dieses Haus verlassen. Dann musst du keine einzige Frage beantworten, Mom. Roshni, warum verstehst du denn nicht? Ich habe jetzt einen Vater, bei dem ich leben kann. Warte, Roshni. Ich will nicht, dass du die Wahrheit herausfindest. Zumindest nicht auf diesem Weg. Ich versuche dir zu erklären, dass ich das alles nur getan habe, um dich zu beschützen. Ernsthaft? Du hast versucht, mich zu beschützen, indem du mich von meinem Vater ferngehalten hast. Und das nennst du Schutz, Mom? Weißt du was? Lass es einfach, ich gehe jetzt. Roshni, warte! Du kannst gehen, wenn du möchtest. Geh. Niemand wird dich davon abhalten. Aber vielleicht solltest du dir diesmal die ganze Geschichte anhören, bevor du wieder eine voreilige Entscheidung triffst. Die letzte Entscheidung hat dich Siddharth gekostet. Und dieses Mal willst du wohl deine ganze Familie verlieren, hä? Huh? Denk mal darüber nach. Auch wenn Schiff gerade hier ist, ist niemand auf ihn zugegangen und hat eine Unterhaltung angefangen. Roshni, ich war schon immer auf deiner Seite. Ich habe dich jedes Mal bevorzugt. Aber müsste ich mich heute entscheiden, wäre ich auf Durgas Seite, denn dieses Mal hat sie recht. Und du wirst das alles auch niemals richtig verstehen können. Außer du lässt dir jetzt die Wahrheit sagen.